Also nochmal ganz logisch. Also das Granitfragment stammt von einer. Nee, das war Steinobjekt, oder? Ja. So. Dann, die Erde stammt aus einer Grube. Ja. Sei wurde im Wasser benutzt und ist vermodert. Wurde im Wasser benutzt, bereit bei der Fertigung an einer Stelle. Ne, das glaube ich nicht. Wurde im Wasser benutzt. Wurde immer an der gleichen Seite benutzt. Ich, ganz ehrlich. Wann sehe ich denn, dass es richtig ist? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier nochmal? Wurde stammt aus einem Gebäude, stammt aus einer Grube am Steinobjekt. Also, nee, Grube. So, das Seil wurde dafür verwendet, eine Grube hineinzulassen. Ja, oder? So. Stammt aus einem Grab. Saniert. Nee, von einem Grab, ne? Na, einer Baustelle? Nein, na, einer. Jetzt kann ich den richtigen Ort bestimmen. Echt jetzt? Ey, das ist ja scheiße. Kann man das nicht so machen, dass wenn die dann richtig waren, dass die schon mal grün sind? Sonst tapst man doch die ganze Zeit im Dunkeln. Da habe ich ja zigtausend Möglichkeiten. Das ist doch total beschissen. Entschuldigung. Entschuldigung, aber das finde ich nicht gut. Naja, gut, so. Jetzt kann ich befinden sie nahe einem Grab, okay. Das heißt, jetzt darf ich auch hier. So, Friedhof, Grabmanufaktur, Lagerkomplex, dann die große Baustelle. Ja, nee, Friedhof. Ne? Das öffentliche Hospital Nummer 4661. Genau gegenüber dem Friedhof in der Whitechapel Street. Ja, Watson. Der Mörder mit dem fehlenden Finger muss auf dem Friedhof arbeiten oder zumindest dort ein- und ausgehen. Möglicherweise hat er ein Seil genommen, wie man es zum Herablassen der Särge in die Gräber verwendet. Bei dem Granit handelt es sich um winzige Partikel von Grabsteinen. Er musste nur über die Straße gehen, um im gegenüberliegenden Hospital ein Skalpell zu stehlen. Erinnern Sie sich noch an Wiggins und seine Bande? Meine inoffizielle Baker Street Polizeitruppe? Ja. Ja, diese Straßenbengel, die Sie gelegentlich anheuern. Wiggins ist Ihr Anführer. Ich habe erneut Ihre Dienste in Anspruch genommen und Ihnen aufgetragen, herauszufinden, wo der Neffe des Bischofs wohnt. Ich glaube, der Bengel ist hier. Wie praktisch, dass er sofort zur Stelle ist gerade. Morgen, Mr. Holmes. Wiggins, mein junger Freund. Hast du die Informationen, für die dich der gute Dr. Watson bezahlen wird? Ja, Mr. Holmes, das war kinderleicht. Nun gut, ich verstehe. Hier hast du ein paar Pennies. Danke, Dr. Watson. Der Mann, den Sie suchen, wohnt in der Nähe von Kensington. Lebt er dort alleine? Ja, er hat dort ein Zimmer bei einer alten Dame gemietet. Hat sie dich gesehen? Nein, Mr. Holmes, niemand hat mich gesehen. Ausgezeichnet, Watson. Geben Sie unserem jungen Freund noch einen Schilling als Belohnung für seine Diskretion. Nicht schon wie, aber natürlich. Mir fallen schon die Augen zu, Holmes. Sind Sie denn nicht müde? Nein, ich bin mit einer ungewöhnlichen Ausdauer gesegnet. Und Kokain. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals bei der Arbeit müde geworden zu sein. Und Opium. Untätigkeit hingegen zermürbt mich. Gehen Sie zu Bett, Watson. Das wird eine kurze Nacht. Wir brechen schon im Morgengrauen auf. Und Heroin. Wow, das ist ja ein richtiges Abenteuer. Spannend und besser als diese erfundenen Geschichten. Ich will wissen, wie es weitergeht. Lies weiter. Mach ich doch. Ich will auch mal zuhören.
Ich bitte um Nachsicht, dass ich die schrecklichen Bilder, die mich letzte Nacht verfolgten, nicht in aller Ausführlichkeit beschreibe. Ich spürte, dass etwas Außergewöhnliches geschehen würde, war jedoch auf die tatsächlichen Ereignisse kaum vorbereitet. Guten Morgen, Holmes. Konnten Sie sich etwas ausruhen? Ich habe nicht versucht zu schlafen. Sind Sie zu irgendwelchen Schlussfolgerungen gekommen? Ich denke, es gibt drei Spuren, die wir verfolgen können. Darunter ein Abstecher nach Whitechapel, um die Identität der Mörder herauszufinden, indem wir Befragungen in Hospital 4661 und auf dem Friedhof in der Whitechapel Street durchführen. Die Sache mit dem Gift erscheint mir wichtiger. Vielleicht sollten wir zuerst ins Westgate-Gefängnis fahren und Hans Schielmann einen Besuch abstatten. Ja, und nicht zu vergessen der aufbrausende Neffe des Bischofs, dessen Adresse wir jetzt dank meiner inoffiziellen Baker Street-Polizeitruppe haben. Ich habe auf unserer Karte von London schon jede Stelle gefunden und markiert. Holmes, darf ich Sie daran erinnern, dass wir immer noch nicht auf offiziellem Wege damit beauftragt wurden, in dieser Sache zu ermitteln? Tja, dann müssen wir dieses Detail wohl unter den Teppich kehren. Ja, das scheint wohl so. Das heißt, wir können uns jetzt entscheiden, was wir als erstes machen. Können wir hier auf die Karte gucken? Nee, können wir noch nicht. Okay. Müssen wir uns verkleiden oder so? Wir gucken mal. Das war die Akte. Analyse, die war ja jetzt eigentlich soweit erstmal grün. Da ist noch nichts verfügbar. Das sind irgendwelche Orden. Da ist die Karte. So. Wir können also in das Gefängnis oder in den Garten oder Whitechapel Street. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Gefängnis an, oder? Was meint ihr? Auf zum Westgate-Gefängnis. Kurzes Blabla. Wir sind im berühmten Westgate-Gefängnis. Eine der ältesten und sichersten Haftanstalten im ganzen Königreich. Ich habe gehört, dass es bald abgerissen werden soll. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass hier immer noch gefährliche Kriminelle wie Hans Schielmann untergebracht sind? Nicht unbedingt, Watson. Der Name des Gefängnisses steht im Zusammenhang mit zahlreichen fehlgeschlagenen Ausbruchsversuchen. Solange dieses Gefängnis noch steht, werden Kriminelle es fürchten. Guten Morgen, Gentlemen. Sind Sie angemeldet? Nein, aber wir würden gerne einen Ihrer Gefangenen besuchen, Hans Schielmann. Das ist im Moment leider nicht möglich. Der Zutritt zu den Zellen unterliegt strikten Kontrollen. Ohne die Erlaubnis des Direktors darf niemand dorthin. Wären Sie dann so gut und würden dem Direktor mitteilen, dass wir hier sind? Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Die berühmten Herren Holmes und Watson. Es ist mir eine Ehre. Ich heiße Brighton, Frank Brighton. Leider kann ich Sie nicht ankündigen, weil ich meinen Posten unter keinen Umständen verlassen darf. Aber ich bin mir sicher, dass der Direktor Sie auch so empfangen wird. Sehen Sie den Korridor hinter der Rezeption? Gehen Sie bis zum Büro der Sekretärin. Dort finden Sie den Direktor. Danke, werter Brighton. Eine Sache noch. Hat Hans Schielmann in der letzten Zeit Besucher empfangen? Nein, und da bin ich mir sicher, weil ich seit einigen Wochen für die Gefangenenbesuche zuständig bin. Ich habe mich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet, weil es auf diesem Posten sehr gemächlich zugeht. Viele Besucher kommen nicht, also habe ich genug Zeit zum Schreiben. So wie Sie, Dr. Watson. Ich liebe Literatur und Sehr gut, danke. Das war sehr unhöflich, Holmes. Dieser Mann bewundert unsere Arbeit. Sie hätten ihm doch ein andermal. Machen wir jetzt dem Gefängnisdirektor unsere Aufwartung. Ja, das ist natürlich typisch Sherlock Holmes Art. Boah, diese Musik im Hintergrund, ne? Ich hatte die schon ein bisschen leiser gedreht, aber so. So, wir gucken uns natürlich hier einmal um. Das ist der Eingang zu den Zellen der gewöhnlichen Gefangenen. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay. Hätte man ja mal Hallo sagen können, ne?
So, mal gucken, was hier so los ist. Lässt sich nicht öffnen. Dieses massive Tor führt in den Hochsicherheitstrakt, wo die gefährlichsten Häftlinge untergebracht sind. Okay. Holmes, Watson, du stehst irgendwie immer im Weg. So, was ist hier? Ich soll wohl den Gang weitergehen. Tut mir leid, aber ohne Besucherpass dürfen Sie sich hier nicht aufhalten. Bitte gehen Sie. Okay. Wir müssen mit dem Gefängnisdirektor sprechen. Ja, ist ja... Weiß ich. Ich war dabei, als er das sagte. Aber wir müssen doch erstmal gucken, wo wir überall hinkommen. Lässt sich nicht öffnen. Der Umkleideraum für die Gefängnismitarbeiter. Aha. Lässt sich nicht öffnen. Oh, hier ist ja alles abgeschlossen. Der Aufbewahrungsraum. Hier werden die Habseligkeiten der Häftlinge gelagert. Der Aufbewahrungsraum. Lässt sich nicht öffnen. Mein Gott. Oh. Gehen wir ins Sekretariat. Ah, okay, da ist offen, okay. Dann gucken wir probieren mal einmal kurz die anderen Türen. Lässt sich nicht öffnen. Abgeschlossen. Okay. Ich spüre einen Luftzug. Dahinter muss der Gefängnishof sein. Ah, okay. Lässt sich nicht öffnen. Ja, ja, alles gut. So, dann gehen wir doch mal ins Sekretariat. Guten Morgen, Miss. Oh, entschuldigen Sie, ich muss eingenickt sein. Guten Morgen, Gentlemen. Was kann ich für Sie tun? Ich heiße Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Wir würden gerne mit dem Direktor sprechen. Ich gehe mal eben zu ihm und frag nach, ob er Sie empfangen kann. Müde, blass und verkrampft. Ich glaube, diese junge Lady ist in freudiger Erwartung eines besonderen Ereignisses. Scheint so. Wie hat er das denn jetzt herausgefunden? Hallo, die kann einfach nur einen Kater haben, weil sie gesoffen hat. Diese reizende Sekretärin heißt Miss Jenny Patterson. Mhm. Wunderbar. Diese kleine Ablage ist für dringende Mitteilungen, die sofort dem Direktor überbracht werden müssen. Ohne Mist, ey. Im Moment gefällt mir die Musik so auf. Heißer Tee. Ah, heißer Tee. Mehr kam dann nicht. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Warten. Das Büro des Direktors, Mr. P. Patterson. Es gibt keinen Grund reinzuplatzen. Merkwürdig. Der Direktor und die Sekretärin haben den gleichen Nachnamen. Ach. Aha. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Holmes. Ich bin Paul Patterson, der Direktor dieser Einrichtung. Ja, moin. Sie wollten mich sprechen? Ich hoffe, dieser unerwartete Besuch bringt keine schlechten Neuigkeiten mit sich. Nein, seien Sie unbesorgt. Allerdings ermitteln wir in einem Fall von größter Wichtigkeit. Ein Fall, der möglicherweise die Sicherheit des Königreichs gefährdet. Deswegen ist es unerlässlich, einen Ihrer Gefangenen zu befragen. Hans Schielmann. Hans, den Rattentöter? Er sitzt schon eine ganze Weile hier ein und hatte keinen Kontakt zur Außenwelt. Wie könnte er in solch eine Sache verwickelt sein? Das ist es, was wir herausfinden wollen. Handeln Sie im Auftrag von Scotland Yard? Sieht ganz so aus. Ja, sieht ganz so aus. Ist auch nett umschrieben mit, nö. Also prinzipiell ja schon, aber eigentlich auch wieder nicht. So, ich brauche einen Besucherpass hier. Rück mal Nun raus. Nun gut, ich habe vollstes Vertrauen in Sie, Mr. Holmes. Ich stelle Ihnen einen Besucherpass aus, den Sie bitte Wärter James in der Wachstube aushändigen. Er wird Sie zu den Zellen weisen.
Danke, Direktor. Halten Sie mich über den Fortschritt Ihrer Ermittlungen auf dem Laufenden. Und sollten Sie noch irgendetwas brauchen, zögern Sie nicht, es mich wissen zu lassen. Selbstverständlich, danke. Familienbande. Fragen wir mal. Ich wollte den Direktor eigentlich fragen, wo er den unwahrscheinlich schicken Haarschnitt her hat, aber da war er schon wieder weg. Miss Patterson, Sie haben denselben Nachnamen wie der Direktor. Sind Sie verwandt? Kommen Sie, Watson. Wer sich auch nur ein bisschen mit Anthropologie beschäftigt, erkennt die Ähnlichkeit zwischen dieser jungen Dame und ihrem Vater. Mr. Holmes hat recht, ich bin seine Tochter. Allerdings spricht er nicht gerne darüber. Vermutlich fürchtet er, der Vetternwirtschaft bezichtigt zu werden. Ich bin überzeugt davon, dass Ihre Qualitäten allein Sie in diese Position gebracht haben, Miss. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Redekünste lieber im Gespräch mit dem Rattentöter unter Beweis stellen? Sherlock ist wirklich sehr zart beseitet, muss man sagen. Sehr empathisch und überhaupt, also ja. Ja, gut, dann tschüss. Auf Wiedersehen, Miss. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Ja, tschüss. Bada badam. Bada badam badam. Bada badam. So, wir wissen ja, dass wir nach vorne müssen. Hier rein. Tut mir leid, aber ohne Besucherpass dürfen Sie sich hier nicht aufhalten. Bitte haben gehen wir aber. Sie. Wir haben einen Besucher. Hallo. Da. Ah, Sie haben einen Besucherpass für den Hochsicherheitstrakt. Ja. Die Tür am Ende dieses Raumes. Sie dürfen passieren. Natürlich, danke schön, sehr freundlich. Guck aber vorher. Hier werden Besuche notiert. Mhm. Das ist Kaliumnitrat, nicht wahr? Ja, also Salpeter, sagen wir. Mhm. Mein Name ist Peter James. Ich bin der leitende Wärter. Und das ist mein Stellvertreter O'Sullivan. Ich gehe mal davon aus, dass ich hinter diesen Gittern im Untergeschoss Hans Schielmann finde. Ja, die Zellen des Hochsicherheitstrakts befinden sich dort unten. Ist das der einzige Zugang dorthin? Ja, im Korridor gibt es zwar noch eine zweite Tür, aber die ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzbar. Danke, Mr. James. Immer zu Diensten. Falls Sie mehr wissen wollen, hilft Ihnen Wärter McKenzie sicher gerne. Er ist auf seinem Posten im Untergeschoss. Verstehe. Der große Detektiv, die Gefangenen. Ich bin der große Detektiv. Pampadapadam. Mr. Holmes, ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit. Ich habe all Ihre Fälle mit größtem Interesse verfolgt. Was für ein Enthusiasmus. Haben Sie jemals daran gedacht, eine Laufbahn bei der Polizei einzuschlagen? Ob ich daran gedacht habe? Das ist mein Traum. Und ich werde mein Glück versuchen, sobald dieses Gefängnis geschlossen ist. Ich lerne schon eifrig für die Aufnahmeprüfung der Polizeischule. Das ist ja mega. Was ist denn hier mit den Gefangenen? Erzählen Sie mir von den Gefangenen hier, Wärter James. Es sind nur noch wenige. Wie Sie vielleicht wissen, sind die Tage dieses Gefängnisses gezählt. Deswegen werden keine neuen Häftlinge in diese Einrichtung überführt. Die Häftlinge, die noch hier sind, gehören zu den gefährlichsten Kriminellen Londons. Im Moment sind das drei. Hans, der Rattentöter, und die Gebrüder Flint. Die Gebrüder Flint? Ja, zwei geistig etwas minder bemittelte Spinner, die sich trotz ihrer Blutsbande nicht ausstehen können. Sie haben ihre Eltern ermordet und ihre Nachbarn enthauptet. 9 Polizisten waren erforderlich, um sie zu überwältigen. Mhm. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Pimmelfutzis aus Outlast. Nur angezogen. So, ja gut, dann tschüss. Bis später, Mr. Holmes. So. Ah, warte mal, da. Schreiben sich hier die Gäste ein, die in diesem Etablissement absteigen? Ich dachte, die schreiben sich da vorne ein. Hier werden Besuche notiert. Hä? Überall werden Besuche notiert? Das muss das Alarmsystem sein. Haben wir hier noch was? Nee.
Nicht, dass wir was übersehen. Die Wachen müssen endlose Stunden hier verbringen. Hat mich gefreut, Ihnen behilflich gewesen zu sein, Mr. Holmes. Ich spreche mit dir, aber ist okay. Bis später, Mr. Holmes. Ja, tschüss, Gus. Was tun wir als nächstes?